Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeşkian. Und ich habe hier eine tolle neue Kaffeetasse. Da kann ich morgens mit dem Abendmahl zusammen meinen Morgenkaffee trinken. Das wollte ich nur mal so nebenbei bemerkt haben. Ich hoffe auch, ihr habt ein Heißgetränk zur Verfügung und könnt euch entspannt zurücklehnen und dieser neuen Geschichte lauschen. Heute heißt die Geschichte Der wahrhaftige Dieb. Zu einem ehrwürdigen Waisen brachte man einen jungen Dieb, den man beim Stehlen ertappt hatte, aber wegen seiner Jugend nicht so bestrafen wollte, wie es die Gerechtigkeit forderte. Der Weise sollte dem Jungen den düsteren Weg und das bittere Ende eines Diebes zeigen und ihn so von dem verachtungswürdigen Stehlen abbringen. Doch der Weise erwähnte das Stehlen mit keinem Wort. Freundlich sprach er mit dem Jungen und gewann sein Vertrauen. Die einzige Forderung, die er an den Jungen stellte, war, dessen Versprechen immer wahrhaftig zu sein. Bereitwillig und in der Meinung, besonders gut davongekommen zu sein, versprach es der Junge und ging erleichtert nach Hause. Des Nachts kam ihm, wie unruhig treibende schwarze Wolken den Mond verdunkeln, der Gedanke zu stehlen. Als er sich gerade mit schleichenden Schritten durch ein Seitentor des Hauses zwängte, überfiel ihn der Gedanke: Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und jemanden treffe, der mich fragt, was ich vorhabe, was sage ich dann? Was sage ich morgen? Wenn ich mein Versprechen halte, wahrhaftig zu sein, muss ich alles zugeben und entrinne nicht der gerechten Strafe. Indem der Junge versuchte, trotz aller Gewohnheiten Wahrhaftigkeit zu üben, wurde es ihm schwer zu stehlen. Die Entfaltung seiner Wahrhaftigkeit gab Raum für seine Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Ich wünsche euch allen solche wunderbaren Begegnungen mit solchen Weisen an diesem schönen Samstag, an diesem Wochenende und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen, wenn ich eine neue Geschichte vorlese aus Der Kaufmann und der Papagei, dieses wunderbare Buch, das dieses Jahr im März 2019 40 Jahre alt wird. Ihr Lieben, bis dann. Prost.